Okay, liebe Leute, im folgenden Video möchte ich mit euch einen mehr oder weniger kompletten Code in Darkstart in der neuen F4E Phantom 2 von Heatblur durchgehen. Das Video ist noch mit einer Testversion aufgezeichnet, das heißt, bis zum Release können sich hier durchaus noch Sachen ändern, aber ich denke mal, auf die Prozedur des Code in Darkstartes hat das jetzt keinen weiteren Einfluss mehr. Das scheint alles so mehr oder weniger schon komplett zu funktionieren. Es gibt nur ganz, ganz wenige Sachen, die noch nicht implementiert sind. Ich werde hier im heutigen Video auch alles aus der Sicht des Piloten durchspielen. Das heißt, wir bleiben ausschließlich im vorderen Cockpit. Jester macht hinten als Visu alles automatisch und wir brauchen ihn nicht mal zu irgendwas auffordern. Die einzige Interaktion erfolgt dann, wenn er uns nach dem INS Alignment fragt, was dann passiert, wenn beide Engines laufen und wir beide Generatoren ans Netz nehmen. Ich habe mir für die F4 Phantom jetzt auch eine Checkliste in meinem üblichen Format erstellt, habe mich dabei natürlich an den Checklisten von Heatblur und auch an den Trainingsvideos orientiert. Ich habe es nur manchmal gerne ein bisschen weiter aufgeschlüsselt, was einzelne Tests zum Beispiel bedeuten. Wir sehen schon, es ist eine ganze Menge, was wir hier bis zum Taxi eigentlich machen müssen, ja, bis wir ready fürs Taxi sind. Und das Ganze kann man aber, wie gesagt, deutlich abkürzen, weil viele Sachen einfach nicht unbedingt notwendig sind im Simulator. Ansonsten liefert Heatblur natürlich auch eigene Checklisten mit, schon im Klemmbrett. Absolut vorbildlich, ja, mega cool. Insgesamt ist einfach die Dokumentation zum Flugzeug wirklich hervorragend. Ja, wir können auch direkt hier im Spiel eigentlich das Handbuch aufrufen. Ja, das kann man hier auch komplett eigentlich so durchgehen, so wie wir es auch online finden. Einfach nur klasse. Wirklich einfach nur klasse. Gut, dann fangen wir einfach mal an. Wenn wir uns reinladen, sitzen wir als Pilot eigentlich schon im Cockpit. Die Leiter ist noch dran und unser Helm ist hier an der Seite. Viele Aktionen triggern dann durchaus auch Crew-Aktionen. Ne? Und wir fangen damit an, dass wir uns den Helm aufsetzen. Können wir einfach anklicken. Und da wird im Hintergrund dann so einiges anderes getriggert. Die Leiter müsste dann eigentlich automatisch weggehen, jawohl. Und wir fangen jetzt hier an der rechten Seite an, ein paar Switches zu checken. Generator-Switches, beide auf Off. Pitot-Heat auf Off. QHF-Radio. Das ist das hier vorne. Ja, auf Off. Dann Formation-Lights, die finden wir hier so an der Seite auf Off. Dann gehen wir weiter ins Front Panel. Reference System Selector, das ist der hier. Erstmal auf Standby, also nach oben. Stores Jettison Selector, das ist der hier. Erstmal auf Off. Dann Armament Switches, das sind diese. Damit werden die einzelnen Stationen scharf gemacht, ja, die Waffenstationen alle raus. Ne, also so sind sie aktiv und so sind sie off. Ja, dann Landing Gear Handle ist drin und also so reingeschoben. Ja, die kann man nochmal rausziehen. Und down. Passt. Dann gehen wir hier auf die linke Seite. Hier fangen wir hinten an. Der ALN-ALE-Switch für die Flares ist auf normal. Dann Internal Wing Dump Switch auf normal. Emergency Attitude Reference System. Das ist das hier. Ja, ist im Prinzip der Standby Attitude Indicator. Circuit Breaker. Checken, dass der drin ist. Dann Throttles. Dass die wirklich im Cutoff stehen. Also nicht hier vorne, sondern wirklich hier hinten im Cutoff. Sonst könnte das einen Hot Start geben, wenn wir die Engines anlaufen lassen. Dann machen wir kurz einen Batteriecheck. Ja, der funktioniert, indem wir einen der Engine Master Switches auf Off schalten und dann schauen wir hier auf die Indikatoren. Die müssen dann angehen. Ja, das heißt, die Batterie hat Strom. Mal wieder ausmachen. Ja, beide Engine Masters auf Off. Und jetzt werden wir externe Power aufs Flugzeug bringen. Man kann den Crew Chief über das Kreismenü bedienen. Ja, einfach aufrufen. Die Standardtasten dazu sind A und A lange halten, um das dann wieder zu schließen. Da kann man aber unheimlich viele verschiedene Arten noch festlegen, wie wir das Ganze hier bedienen wollen. Da gehen wir gegebenenfalls irgendwann nochmal drauf ein, wenn das Flugzeug wirklich veröffentlicht ist. Hier haben wir den Crew Chief.
Und hier können wir ihn jetzt zum Beispiel veranlassen, External Power zu aktivieren. Wir kriegen momentan noch keine Rückmeldung per Funk, weil wir im Prinzip noch keinen Strom auf dem Flugzeug haben. Ja, es passiert jetzt alles mit Handzeichen. Connect. Und wir hören schon, da läuft auch einiges an. Und das Coole hier in der F4 Phantom ist, wir können so gut wie alle Aktionen, ja, die ganzen einzelnen Aktionen, können wir direkt auch mit Hotkeys belegen. Und ich habe mir davon einige einfach auf mein Stream Deck auch gelegt, sodass ich zum Beispiel gerade beim Start der Engine nachher Stop Airflow und Start Airflow auf jeden Fall erstmal mit Hotkeys mache und nicht hier übers Kreismenü zum Beispiel gehe. Aber das kann dann wieder jeder so machen, wie er möchte. Unterm Strich funktioniert alles auch einwandfrei übers Kreismenü. Hotkeys sind nur einfach bequemer, aber wer es nicht möchte, der braucht es halt nicht unbedingt. So, External Power ist drauf. Jetzt schalten wir die Generator Switches in die hintere Position. Das ist dann im Prinzip External Power. Ja, da passiert dann im Hintergrund auch ein bisschen was. Ja. Und wir können jetzt gucken, ob die Transformer und Rectifier funktionieren. Und zwar muss hier bei den Indikatoren der Landing Gears diese Symbole kommen, ja, dass das Fahrwerk unten ist, wenn beide Master Switches auf off sind. Ja, das ist ein Zeichen, dass die Rectifier und Transformer wirklich auch funktionieren. Und dann können wir jetzt gegebenenfalls auch einen kleinen Com-Check machen, ob wir den Crew-Chief verstehen. Loud and clear. Und er gibt uns das Zeichen, dass er uns laut und klar auch versteht. Und damit haben wir im Prinzip die Before Interior Inspection abgeschlossen. Dann kommen wir zur Interior Inspection. Wir stellen uns erstmal den Sitz ein, so wie wir es wollen. Ja, von der Höhe her. Wir haben hier einen Schalter. Ja, damit können wir uns ein bisschen den Sitz einstellen. Man muss dann für sich persönlich, ich sag mal, die beste Stellung finden, dass man nachher hier oben das Rectical ordentlich lesen kann und gegebenenfalls auch die Instrumente alle gut im Blick hat. Das ist dann wieder eine sehr individuelle Sache. Und jetzt gehen wir in die linke Seite und gehen von hinten nochmal alles mehr oder weniger durch. Das sind jetzt, ich sag mal, zu 90% fast alles Sachen, die man in DCS durchaus weglassen könnte. So, wir fangen an mit dem Auxiliary Armament Control Panel. Das ist hier hinten. Wir achten darauf, dass der Gyro-Switch in der Normalstellung ist und wir können hier gegebenenfalls die Lautstärke für die Warntöne einstellen. Dann Flaps Override Switch. Das ist der an der Seite hier. Der muss nach vorne stehen und abgedeckt sein. Dann Intercom Panel. Das ist das hier. Ja, normal, Hot Mic und dann hier gegebenenfalls die Lautstärke einstellen. Das entscheidet dann auch über Lautstärke, wie stark wir den, oder die Lautstärke entscheidet auch, wie laut wir den Boot Chief zum Beispiel hören. ANALE. Flare Switch nochmal checken auf normal. In der Checklist steht eigentlich auch drin, dass hier dieser kleine Buckel, der muss rauskommen. Das ist ein Zeichen, dass die Leiter und die Stufen, sagen wir mal, unten auch wirklich eingefahren sind. Ja, hier ist normalerweise noch eine Stufe draußen dran. Und wenn das Ganze so aussieht, dann ist die auch wirklich eingefahren. Ja, wenn der Knopf drin ist, dann ist die Stufe draußen. Das habe ich jetzt hier in der Checkliste einfach mal weggelassen. Könnte ich aber gegebenenfalls nochmal wieder mit reinnehmen. Für Control Panel. Wir checken Wing Dump auf normal, Internal Wing Transfer auf normal. Dann haben wir den Refuel Selector. Ja, der steht auf All Tanks und muss guarded sein, also abgedeckt sein. External Tank Transfer. Am besten, glaube ich, erstmal auf Off lassen. In der Checklist steht drin, as required, ja. Also hier kann man halt schon den Center Tank oder auch die Wing Tanks dann auswählen für den Transfer. Dann der Air Refuel Switch soll erstmal auf Rejected stehen. Und dann machen wir einen Boostpumpen-Test. Die Switches für die Boostpumpe sind spring-loaded, also die kommen immer wieder zurück nach vorne. Das heißt, wir müssen den Maustaste gedrückt halten und
gucken dann hier vorne rauf, ja, auf diese Gauges, ob der Druck steigt. Wir fangen links an. Ja, und der Druck muss auf, ja, über 30 Psi steigen. Passt. Und die, oder der Switch muss auch wieder zurückkommen. Passt. Dann das gleiche rechts. Ist ein klein bisschen weniger, passt aber trotzdem, die Toleranz sind so 5 Psi. Und das ist hier immer in 10 angegeben, ja, also das sind 20, 30 und die Toleranz sind 5 Psi. Passt. So, FCAS Step-Out-Switches, das sind die, alle auf Off. Dann NAV-Panel, das ist das, ist eigentlich das für die ILS-Frequenz, einstellen, wie man es möchte. SLED Flaps Switch, ja, das ist diese ganze Einrichtung hier, wir haben ja einmal einen Emergency-Switch. Den kann man hier so ein bisschen rausziehen, der muss aber drin sein. Und die Stellung der Flaps sollte dementsprechend, so wie sie auch draußen sind. Also der Schalter sollte so stehen, wie draußen auch die Flaps sind. Und wir haben momentan Slats und Flaps eingefahren. Und der Schalter steht auch auf normal, also passt. Dann Drag Shoot Control Handle, das ist der hier. Der muss unten sein. Dann kommen dann erst die Speed Brakes am Throttle. Ja, der Schalter muss auf In stehen, das ist hier vorne, das passt. Das wäre die Mittelstellung, das ist die Innenstellung. Dann die Antennen-Switches oder der Antennen-Switch. Hier gibt es die Stellung Lower und Upper und wir haben das Ganze erstmal auf Upper zu stellen. Für ich habe gelesen, es könnte sonst einfach Probleme oder ja, Interferenzen mit dem Anti-Skid zum Beispiel geben. Ja, deshalb lassen wir das erstmal auf Upper. Dann Engine Anti-Icing erstmal auf Normal lassen. Anti-Skid-Test. Wir brauchen dazu den Quick-Release-Lever. Das ist der hier. Ja, den habe ich mir jetzt auf eine Taste gebunden. Nicht verwechseln mit dem Nose-V-Steering. Das ist der Button. Also der rote hier ist der Nose-V-Steering-Button. Und das hier ist der Quick-Release-Lever. Und der Anti-Skid-Test funktioniert so. Wir schalten Anti-Skid an. Das Warnlicht muss ausgehen. Jetzt halten wir den Emergency-Lever oder den Quick-Release-Lever. Und das Licht muss wieder angehen. Und wenn wir den Lever loslassen, muss das Licht auch wieder ausgehen. Und dann ist gut. Anti-Skid wieder off. Licht geht logischerweise wieder an. Und das ist der Anti-Skid-Test. Oxygen Panel. Wir können hier einmal einen Test machen, ob das Gauge funktioniert. Und da muss dann theoretisch auch eine Warnung kommen. Wenn wir ziemlich weit unten sind. Ich glaube, die Warnung kommt aber im... Komme ich jetzt hier rüber? Hier, Oxygen Low, ganz unten zu sehen. Wenn ich jetzt... Kann ich mir da mal aus? Ja, hier, ne? Die Warnung. Ja, muss kommen. Wenn wir es loslassen, müsste die auch wieder weggehen. Content. Pressure. Dann den Flow auf Normal und den Diluter eigentlich auf Normal auch. Und Supply können wir noch auslassen. Dann ARI ist Aileron Rudder Interconnection. Ja, Circuit Breaker, gucken, dass der drin ist. Dann Landing und Taxi Lights auf Off. Dann Emergency Brake Control, das ist der Handle. Der muss drin sein. Canopy Emergent Jettison Handle. Das ist der hier. Ja. Der muss nach vorne sein. Da am besten auch gar nicht groß rumklicken und testen. Damit haben wir das linke Panel durch. Jetzt gehen wir aufs Front Panel. Multiple Weapons Control Panel. Das ist im Prinzip hier dieses Panel. Ja. Damit setzen wir unheimlich viele Sachen für unsere hauptsächlich Air-to-Ground Waffen, aber auch Station Selector, Master Arm und solche Geschichten. Ne? Und hier gehen wir einfach mal alles durch. Master Arm auf Safe, Stations alle deselected, also nicht drinnen, sondern draußen. Dann Delivery Mode auf Off. Den Weapon Selector auf B. Dann Radar Missile Standby, das ist der Aufwärmswitch für die AIM-7s. Der muss auf Off stehen. Dann der Interlock-Switch auf In.
Das heißt Interlocked. Das ist so eine Sicherheitsfunktion, wenn wir eine AIM-7, also eine Sparrow, abschießen wollen und es sind nicht alle Parameter erfüllt, dann verhindert er den Abschuss. Ja, also das verhindert eigentlich, dass wir AIM-7s verschwenden, mehr oder weniger, und die abschießen, obwohl sie mit hoher Sicherheit einfach nicht treffen würde. Ja, den lassen wir erstmal auf In stehen, also auf Interlocked. CL Tank Light, also hier ist ein kleines Licht, das ist bei mir jetzt nicht an. Aber wenn ihr zum Beispiel in der Centerline unten eine Bombe dran habt oder einen Tank dran habt, dann leuchtet dieses Licht und das verhindert, dass, ich glaube, die vorderen AIM-7s abgeschossen werden können. Sonst könnte es nämlich dazu kommen, dass irgendwie der Tank beschädigt wird oder die Bombe oder was auch immer. Da ich jetzt nichts an einer Center-Pylone unten dran habe, leuchtet bei mir dieses Licht auch nicht. Das ist sonst auch so hellblau wie zum Beispiel dieses Heatlicht. Ja. Das sind im Prinzip die Anzeigen, ob unsere Air-to-Air-Waffen ready sind. Ja, Sidewinder wird hier immer als ready angezeigt. Die brauchen scheinbar irgendwie keine Kühlung hier. Ich kenne mich damit aber auch nicht so hundertprozentig aus. Aber zum Beispiel die AIM-7s, die brauchen nachher erstmal eine kleine Zeit, um sich fertig zu machen. Das ist aber alles dann erstmal später dran. Und Stores, Jettison Selector, checken wir nochmal auf Off. Passt. Accelerometer. Nochmal resetten. Dann Flight Instrument Brightness. Das ist hier oben. Wir haben für die Beleuchtung wir haben die Schalter für die Beleuchtung ziemlich verteilt in der F4 Phantom. Ja, das ist nochmal so ein Flight Instrument. Hintergrundbeleuchtung, könnt ihr hochdrehen, wie ihr wollt. Ich mach's mal fürs Video ein bisschen an. Clock. Könnt ihr setzen. Dann Optical Sight. Kann man mal kurz checken. Ja, wenn wir hier auf Cage gehen, dann erscheint das auch. Ja, muss ein bisschen sich auch bewegen. Und dann erstmal wieder auf Standby oder Cage. Ja, Cage wäre die normale Stellung nachher auch für einen Takeoff. Ich lasse es erstmal im Standby. Da gibt es aber, glaube ich, kein richtig und kein falsch an dieser Stelle. ADI. Attitude. Attitude Directional Indicator heißt es, glaube ich, ausgesprochen. Check Pitch, Range and Set. Wir können hiermit im Prinzip die Pitch checken. Das muss von plus 5 bis minus 10 gehen. Ja, das ist die Kalibrierungsrange mehr oder weniger. Und dann richten wir das aus auf den Horizont. Das gleiche machen wir jetzt mit dem Standby ADI. Ja, kurz encagen. Kann man mal kurz checken. Und dann richten wir das Teil aus. Dann Navigation Panel. Hier stellen wir im Prinzip ein unsere Quelle für die Navigation. Ne? Navcoms sind GPS-Wegpunkte. Wir können aber auch zum Tarkan-Zweck wechseln oder zum VUR und so weiter. Und hier können wir noch den Mode wechseln. Da gehen wir aber gesondert irgendwann mal drauf ein, wenn wir uns über die Navigation unterhalten. Das ist jetzt eigentlich... es hat erstmal keinen Einfluss auf die weitere Prozedur jetzt hier. Sagen wir es mal so. Ne? Fire Warning Lights können wir kurz testen. Dann Hook Handle. Der muss in der Abposition sein. Dann kommen wir zur rechten Seite. Und wir checken als erstes, ob der manuelle Canopy Unlock Handle vorne steht. Ja, das ist der hier. Dann Tarkan und URF Panel. Setzen, wie wir es wollen. Frequenz schon einstellen. Tarkan aber gegebenenfalls noch auf Off lassen. UHF einstellen, wie man möchte. Transmit, Receive und Guard. Entsprechenden Kanäle und Comms und sowas checken. Da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Das ist jetzt auch nicht unbedingt spezifisch für die F4. Und ich lasse das, also Kommunikation in DCS lasse ich zum Beispiel eigentlich so gut wie immer komplett weg. Und wir gehen da jetzt weiter. Emergency Vent Knob. Knob. Das ist der hier. Der muss drin sein. Dann Rain Removal muss auf Off stehen. Jetzt machen wir unseren ersten Check. P2 Heat Check. Und hierzu aktiviere ich direkt den Crew Chief, dass er weiß, was er machen soll. Ground Checks. P2 Heat. Roger. Ja, er sagt Roger. Jetzt mache ich das Ding an. Pedo is ready for the bun, sir. Ja, hat es gecheckt. Ich mach's wieder aus.
fertig. Defog Foot Heat Handle, das ist der hier, as desired. IFF Panel. Oh, ich bin noch im... Zack. War noch aktiv. IFF Panel setzen, wie man es möchte. Master Mode erstmal am besten auf Off lassen. Und ich sag mal, IFF ist auch so eine Geschichte, die ich jetzt in DCS World so gut wie noch nie irgendwie wirklich benutzt habe. Auch das ist jetzt nicht unbedingt spezifisch für die F4 Phantom. Ja, die ganzen Modi und solche Geschichten ist einfach alles Standard, mehr oder weniger. Deshalb gehe ich da jetzt hier heute auch nicht auch großartig drauf ein. Circuit Breakers. Ja, wir haben hier einige Sicherungen an der Seite. Ja, die checken wir einfach, ob die alle drin sind. Dann Temperaturkontrolle. Das ist hier. Hier könnt ihr euch die Temperatur einstellen. Und der Schalter soll erstmal auf Auto stehen. Steht er auch. Ist ein bisschen schwer erkennbar, weil er nur kleine Stellungen hat. Ne? Das wäre jetzt Off. Das wäre Auto. Und so lassen wir das auch. Dann der DCO94A Computer für die Bomb Control. Der steht im Prinzip auch schon richtig. Kann ich mich noch ein bisschen drehen hier? So. Der Schalter auf Off. Dann der Master Release Lock muss vorne stehen. Ist auch schwer zu erkennen. Ist aber richtig gestellt und abgeschlossen. Abgedeckt sein. Und die Switches stehen auch alle richtig. Ne? Müssen alle nach hinten zeigen. Cockpit Lights Panel. Das ist das hier. Wir haben ja auch wieder mehrere Schalter. Instrumentenpanel, Flutlicht, Konsolen, Hintergrundbeleuchtung. Ja, können wir alles mal so einstellen, wie wir es möchten. Dann können wir kurz einen Test machen. Ja, Warning Light Test. Muss man wieder gedrückt halten. Und dann müssen im Prinzip alle Leuchten im Cockpit auch wirklich funktionieren. Ja, das kann man nochmal checken. Kann ich gleichzeitig nach oben gucken. Es müssen alle Leuchten mehr oder weniger angehen. Dann machen wir weiter mit den Instrument Lights. Wir haben hier nochmal ein kleines Panel mit 6 Potentiometern für verschiedene Aufpassen hier. Ich möchte nicht weiter runter. Ich komme nicht weiter runter. Ja, das sind hier nochmal 6 Potentiometer für verschiedene Sachen, ja. AOA-Indexer, HSE-Brightness, die stehen aber alle in der Regel auf volle Helligkeit. Ne, also ich lasse die alle auch mal so. Dann Aural, also die, ja, Stall Warning. Kann man hier die Lautstärke einstellen, ja, für die, wie sagen wir denn auf Deutsch? Aural, Audible, mir fällt gerade das deutsche Wort dazu nicht ein, ja, aber die, also die hörbare Strömungsabriss-Warnung. So würde ich das jetzt mal ganz blöd übersetzen. Ne? Passt. So, dann Kompass Control Panel. Er ist im Prinzip hier ganz hinten. Das hier. Ne? Wir checken ganz kurz Latitude Compensator. Könnte man jetzt hier was einstellen. Damit habe ich aber selbst noch nicht groß beschäftigt. Dass das richtig gesetzt wird. Mode Control Knopf, das ist der muss auf Slave stehen. Und Synchronizer Indicator sollte halt mittig sein. Dann Exterior Lights haben wir hier ganz hinten. Es sind aber auch nicht alle, ne? Zum Beispiel die Landing und Taxi Lights sind vorne. Formation Light ist hier an der rechten Sidewall. Das sind mehr oder weniger das, was noch übrig ist. Ich würde sagen, das sind die Navigationslichter. Kann man dann einstellen. Und ich lasse sie auch mal erstmal komplett weg. Ja, da gibt es auch verschiedene, ich sag mal, Situationen, wo man die irgendwie setzt. Dann kommen wir zum Before Engine Start. Wir checken nochmal die Seat Pins, ob die draußen sind und verstaut sind. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die hier nicht gefunden. Ich gehe mal davon aus, dass die standardmäßig einfach draußen sind. Es kann sein, dass die vielleicht nochmal implementiert werden. Das kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen. Dann checken wir, dass die Bereiche vor der Engine und auch hinten frei sind. Da sorgt im Prinzip auch der Crew Chief eigentlich für. Und der würde uns, glaube ich, auch, ich sag mal, ein Zeichen geben. Dann FireGuard. Also theoretisch steht dann auch irgendwo ja ein Feuerlöschfahrzeug. Oder zumindest jemand mit einem Feuerlöscher. Throttles checken wir nochmal, dass die off sind. Und dann sind wir ready für den Engine Start. Wir brauchen eine externe Druckluftquelle. Und das heißt, wir werden jetzt den Crew Chief auffordern.
Ja, das Coole hier an dem Radmenü ist, habe ich jetzt vergessen zu erwähnen, er merkt sich die letzte Position. Also wenn wir einmal jetzt hier im Crew Chief drin sind, dann bleibt er auch mehr oder weniger erstmal im Crew Chief drin, solange ich, wie ich das nicht irgendwie mit Absicht verlasse. Ja? Wir gehen auf External Power, auf Air Source, Entschuldigung. Und wir fangen damit an, dass er das in die rechte Engine anschließen soll. Roger. Ja, wir kriegen auch eine Rückmeldung. Und jetzt kommen so ein paar Schritte hintereinander. Jetzt kommen so ein paar Schritte hintereinander. Ich versuche dir mal erstmal ganz kurz zu erklären. Wir werden jetzt den Engine Master anschalten. Können eigentlich gleich beide anschalten. Und dann werden wir den Crew Chief auffordern, den Airflow zu starten. Ich mache das jetzt hier in der Situation mit einem Hotkey. Ja, aber es wäre das gleiche Menü. Ja, es ist das gleiche Menü. Ja, Start Airflow und Stop Airflow brauchen wir jetzt für den Engine Start. Und ich mache das, wie gesagt, über Hotkeys. Und sobald er den Airflow startet, gucken wir hier auf die RPM Gauge. Und wenn das bei 10% ist, werden wir den Throttle nach vorne schieben und gleichzeitig dabei den Ignition Switch halten. Das funktioniert auch hier in Game ganz hervorragend. Ja, man kann also den Knopf gedrückt halten mit der Maus und dann irgendwie mit einer Taste den Throttle in den Idle holen. Oder aber in der aktuellsten Version ist das sogar möglich, dass wir den Knopf mit der Maus drücken und dann auch den Right Idle Detent mit der rechten Maustaste klicken. Ich mache das aber einfach mit einer Hotkey. Ich finde es angenehmer. Ne? Ich drücke das mit der Maus, dann die Hotkey, um die Engine in den Idle zu holen. Dann ganz kurz mit dem Throttle auf 50% gehen und wieder zurück. Und sobald wir sehen, dass die EGT steigt, also es gezündet hat, können wir auch die Ignition loslassen. Und bei 40% RPM gebe ich dann über eine Hotkey den Befehl, den Airflow zu stoppen. Also, wir fangen an. Engine Master. Jetzt kommt der Befehl Air Start. Ja, Nuts. Jetzt sehen wir hier, dass das steigt. So, 10%. Ignition. Idle. 50%. Zurück. Es hat gezündet. Ich kann Ignition loslassen und die Turbine läuft jetzt hoch. Und bei 45% geben wir dann den Befehl, Druckluft auszuschalten. So, Druckluft aus. Rückmeldung kam. Und erste Engine läuft. Ja, wir gucken, dass sich das alles halbwegs stabil einpegelt. Das Wichtigste ist so ungefähr 65 RPM, also 65% RPM und EGT in einem annehmbaren Bereich. Die genauen Zahlen werde ich gegebenenfalls auch nochmal eine Checkliste aufnehmen. Ich finde die jetzt nicht so wichtig, weil in DCS World das sowieso alles sauber startet. Und jetzt machen wir schon den rechten Generator an. Ja, das war schon über die rechte Engine eigenen Strom produzieren. Und wir machen jetzt, bevor wir die linke Engine starten, schon mal zwei Checks mit dem Crew Chief. Und zwar werden wir den Spoiler testen. Spoiler Actuator. Dazu müssten wir aber den Crew Chief auffordern, damit er auch weiß jetzt, worauf er achten soll. Bestimmte Sachen, die sagt er so an, ohne dass wir ihn auffordern. Ja, zum Beispiel die Air Refuel Door oder die Flaps, die sagt er auch so immer an. Aber bei bestimmten Sachen müssen wir ihn triggern, damit er weiß, worauf er jetzt genau achten soll, weil es davon abhängig ist, welchen Test wir machen wollen. Ja? Wir machen jetzt also den Ground Check Spoiler Actuator. Das mache ich jetzt übers Kontextmenü. Ja, Ground Check, Spoiler Actuator. Und wenn ich das getriggert habe, werde ich einfach den Stick ganz leicht nach rechts oder links bewegen. Und der Crew Chief sollte dann eine kleine
Bemerkungen machen, sodass wir erkennen, das funktioniert auch alles halbwegs. Ready, Sir. Okay. Partial deflection. Ja. Retracted. Genau. Und das reicht auch schon. Er hat also eine teilweise Deflection angezeigt, weil die Kontrollen sich jetzt auch noch nicht komplett bewegen, weil wir noch gar nicht den ganzen Druck haben und so weiter. Ja, aber es ging jetzt erstmal darum, zu checken, dass sich überhaupt ein bisschen was bewegt und auch wieder zurückgeht in die neutrale Stellung. Hat gepasst. Und jetzt checken wir ganz kurz die Air Refueling Door. Einmal kurz auf Extend. Door open, Sir. Ja, kommt die Rückmeldung. Ja, das ist hier oben die Tür. Also, ja. Das für das für die Luftbetankung, ne? Das ist da jetzt auch. Ich kann jetzt hier mit der Maus nicht zeigen, aber das ist da mittig im Flugzeug oben drauf. Und wir fahren sie wieder ein. Door closed. Rückmeldung kam. Fertig. Jetzt können wir die linke Engine starten. Das gleiche in grün. Ja, Master ist an. Wir müssen ihm natürlich jetzt den Befehl geben, die Air Source auf links umzustecken. Wir warten auf die Rückmeldung. Connected left. Ja. Und jetzt geht's wieder los. Ich gebe ihm mit dem Hotkey den Befehl, die Druckluft zu starten. And none. Wir warten bis 10%. Und Ignition-Knopf. Idle, halb, zurück, hat gezündet, Ignition loslassen und schauen, dass er hochfährt und bei 45% Druckluft wieder deaktivieren. Und Druckluft aus. Yep, done. So. Jetzt schalten wir den linken Generator auf On. Das triggert jetzt Jester. Er wird dann fragen nach dem Alignment. Es ploppt dann hier unten in der Mitte so ein Kontextmenü auf. Ja, da fragt er uns, ob wir ready sind fürs Alignment. Dann können wir antworten ja oder nein oder was auch immer. Und dann können wir nochmal aussuchen, welches Alignment wir wählen. Es ist aber besser, wenn man in der Zeit ganz schnell noch, bevor wir jetzt dann mit Jester kommunizieren, den rechten Generator nochmal kurz auf aufschaltet, auf ausschaltet und wieder auf on. Das schließt dann nämlich den Bus Tiebreaker. Ja, also dass die Stromkreise nicht getrennt sind hier in dem Flugzeug links, rechts. Weil wenn das INS-Alignment läuft, sollte man jegliche Switcherei an den Generators lassen, sonst könnte das INS-Alignment unterbrochen werden. Und von den Alignment-Methoden her haben wir drei Stück. Einmal ein komplettes Alignment, dann so ein etwas schnelleres Alignment und ein schnelleres Alignment mit gespeicherten Heading-Daten. Das schnelle Alignment mit den Heading-Daten ist aber nur verfügbar, wenn das im Missionseditor auch aktiviert wurde. Das kann also sein, dass ihr nicht immer alle drei Optionen zur Auswahl habt. Ja? Und Full Alignment dauert ungefähr 7 Minuten, ist dann aber wirklich auch ganz sauber, ne? Also alles korrekt. Und dieses schnelle Alignment, dieses Bath Alignment, ist halt nicht ganz so vollständig und daher auch nicht ganz so genau. Ja, das würde man wahrscheinlich machen, wenn man einen Scramble-Start macht oder einfach schnell los will oder so. So, das heißt, ich mache jetzt ganz schnell den Generator an, den nochmal aus und wieder an. Ja, hier vorne muss die Warnleuchte ausgehen für den Bastai. Und jetzt kommt gleich Jester. Ja, er fragt uns. Ja, ihr könnt es mit Tasten machen oder auch mit der Maus. Negativ, ich lasse es dich wissen oder ja. Und ich bin ready, yep. Hey, what alignment do you want? Ja, welches Alignment? Einmal klicken. Full Alignment, wie gesagt,
ist das genaueste. Dann ein Bath Alignment, relativ schnell, aber nicht ganz so genau. Und Heading Memory Alignment, auch ganz genau und relativ schnell. Ich nehme jetzt mal Full Alignment. Full Alignment, as you will. Ja, und ab jetzt darf das Flugzeug auch erstmal nicht bewegt werden. Sonst gibt es Fehler im Alignment. Das kennen wir aber eigentlich aus allen anderen Flugzeugen auch, ne? So, Right Generator off then on haben wir gemacht. Ja, Bastai Open Light muss aus sein. Und jetzt können wir erstmal External Power und External Air Source abbestellen. So, Disconnect, Air Source. Roger. Warten kurz auf die Rückmeldung. Yes, sir. Disconnected. Und External Power, Disconnect. Roger. Und wir warten auf die Rückmeldung. Yes, sir. External power is disconnected. Sehr schön. Damit sind wir jetzt fertig mit dem Engine Start und kommen in den After Start before Taxi Bereich. Und ich sag mal, nach ca. 7 Minuten meldet sich Jester auch, dass das INS Alignment abgeschlossen ist. Er hat jetzt offensichtlich erkannt, dass das Heading doch gestored ist und hat jetzt, glaube ich, doch ein schnelles Alignment gemacht. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob das so richtig ist. Kann sein, dass das zum Release nochmal gefixt wird, weil ich hatte, glaube ich, Full Alignment ausgewählt. Jetzt kann aber auch sein, ich bin nicht mehr der Jüngste, dass ich vielleicht auf Heading geklickt habe aus Versehen. Ne? Aber das war jetzt doch ein relativ schnelles Alignment. Und ich wollte noch sagen, falls ihr euch mal nicht sicher seid, ob Jester fertig ist mit dem Alignment, weil ihr vielleicht mal kurz auf Klo wart oder ihr der Meinung seid, ihr habt vielleicht irgendwas nicht richtig verstanden, was er gesagt hat. Das Alignment ist abgeschlossen, also ihr erkennt es, dass das INS Alignment abgeschlossen ist, wenn dieses Panel hier aktiv ist, weil Jester macht dieses Panel, also den Radar Warning Receiver, wirklich erst aktiv, wenn, oder dieses Panel wird erst aktiv, wenn INS Alignment auch abgeschlossen ist. Ja? Also wenn das hier so ein bisschen rumblinkt, oder sich die Lampen dann auch natürlich jetzt stabilisieren, dann ist das INS-Alignment auch definitiv abgeschlossen. So, wir machen jetzt aber erstmal die ganzen Checks hier der Reihe nach durch. Wichtig ist nur, wenn wir hier ankommen, an der Stelle, ja, hier muss das INS-Alignment spätestens abgeschlossen sein. Ansonsten müssen wir warten, weil diese Schalter hier oder diese Checks, die erfordern im Prinzip, dass das INS-Alignment abgeschlossen ist. So, wir machen aber hier vorne jetzt weiter. COM Equipment, NAV Equipment einstellen. Ja, wie man es braucht, also gegebenenfalls Tarkan einstellen, Comms nochmal checken, ILS-Frequenz, was auch immer man da jetzt schon am Anfang braucht. Hier auch gegebenenfalls, ich sag mal dann fürs Tarkan, das entsprechende Ding auswählen. Ja, das ist dann aber immer situationsabhängig. IFF-Panel auch nochmal setzen, wie man es gerade braucht. Ich sag mal so auf Standby, dann die entsprechenden Codes einstellen. Man kann hier auch durchaus ein, zwei Tests machen. Ich glaube, M2 kann getestet werden. Jawohl, ne, leuchtet kurz. Und Mode 3 kann, glaube ich, auch getestet werden. Jawohl, leuchtet kurz. Die anderen können nicht getestet werden. Ja, aber aufs Thema IFF gehe ich jetzt nicht so großartig drauf ein heute. Das ist nicht spezifisch für die Phantom. Radar-Altimeter. Machen wir hier vorne. Machen wir ganz kurz einen Test. Wir drücken den Button mit der Maus rein und halten den gedrückt. Ja, die Nadel muss sich dann theoretisch ein bisschen bewegen. Ja, es dauert einen Moment und wir drehen jetzt den, ich muss mal überlegen, in die Richtung, sodass der kleine Bug sich über die Nadel bewegt und die rote Lampe leuchtet. Ja, es ist vielleicht im Video schwer zu erkennen. Ich kann mal gucken, ob ich dicht daran gehe. Das ist die Nadel und das ist der Bug, der im Prinzip ja, festlegt, wenn wir unter dieser Höhe sind, wollen wir eine Warnung haben. Ja, und wenn ich hier rauf drücke, dann geht die Nadel zum Testen auf 25 Fuß und wir können hier so ein bisschen testen einfach. Und der Test funktioniert und jetzt könnten wir theoretisch uns die Höhe einstellen. Man kann es aber auch erst später einstellen, weil sonst die ganze Zeit die rote Lampe leuchtet. Ja? Das ist eine Geschichte, die stelle ich mir dann erst im Takeoff ein. Dann Altimeter. Den entsprechenden Luftdruck einstellen. Ich habe, glaube ich, hier Standardluftdruck. 2992.
Und wir drücken jetzt einmal erst diesen Button hier oder diesen Switch. Das ist ein CADC-Switch. Das hat was mit Korrekturen zu tun. Na, die technischen Hintergründe dazu weiß ich auch nicht immer alle. Aber wir halten den Switch kurz 3 Sekunden in die Reset-Position. Ja, rechte Mausklick. Circa 3 Sekunden. Und dann halten wir hier diesen Switch auch in die Reset-Position, bis die Standby-Flag weggeht. Fertig. Ja, und das sollte sich ja auch nicht großartig ändern. Das sollte also alles mehr oder weniger auf der gleichen Höhe bleiben. Fertig. Dann, jetzt kommen die ganzen Groundchecks mit dem Crew Chief. Es geht also um die Funktion der Steuerflächen. Speed Brakes Check. Hier brauchen wir theoretisch jetzt erstmal nichts triggern beim Crew Chief, weil da achtet er automatisch drauf. Ja, also die Speed Brakes mal ausfahren. Speed Brakes out. Ja, meldet er auch zurück. Die Speed Brakes sind bei der F4 Phantom hier unten. Ja, unter den Flügeln. Dann wieder einfahren und der Crewchef meldet auch, dass sie eingefahren sind. Speed Brakes in. Yes. Dann Flaps and Slats Check. Ja, den Schalter kurz auf die Out- und Down-Position. Ganz nach unten. Flaps out. Flaps down. Ja, und wir achten gleichzeitig darauf, dass das mit den Indikatoren hier auch übereinstimmt. Ja, Out und Down. Jetzt kommt der Flight Controls Check. Das müssen wir dem Crew Chief aber direkt ansagen, weil hier ist dann auch ja, so eine Besonderheit bei, dass wir zwischendurch die Stub Augmentation checken. Das ist, für mich ist das schwer zu erklären. Wir, also technisch gesehen schwer zu erklären. Es hat damit zu tun, dass wenn Stub Aug an ist, sich das Ruder nochmal ein ganz klein bisschen mehr nach außen bewegt und dann nutzen wir wieder den Quick Release Lever hier unten, um das mehr oder weniger zu deaktivieren und dann muss das Ruder wieder in die Mitte gehen und die entsprechenden Callouts vom Crew Chief müssen kommen. Ja. So, wir fangen dann aber erstmal an, ihm das jetzt zu sagen. Also Ground Checks. Und wir wollen jetzt den Flight Control Check. Ja, ready. Okay, wir trimmen ein bisschen Nose Down. Ja, 3 Units ungefähr. Stabilizer down. Ja, Stabilizer bewegt sich, aber wir ziehen mal ganz kurz nach hinten. Stab up. Ja, Stab up, nochmal nach vorne. Stabilizer down. Stabilizer down. Dann Rudder links. Rudder left. Rudder neutral. Rudder rechts. Rudder right looks good. So, jetzt den Stick komplett nach links. Rudder neutral. Roll left. Und jetzt gucken wir, was ich alles hinbekomme, ja? Den an. Rudder kick. Ja, dann sagt er ganz kurz Rudder tick oder irgendwie sowas. Und jetzt den Quick Release. Und das Rudder muss wieder ein bisschen in Richtung Neutral gehen. Ich lasse den Quick Release wieder los. Und Mitte. Rudder Neutral. Das gleiche machen wir jetzt auf rechts. Also kommt da drüber. Roll right. Und wieder den Quick Release Button oder den Lever. Rudder neutral und wir können wieder loslassen. Fertig. And rudder neutral. Ja, your step wieder aus. Das hatte ich vergessen zwischen den meinen Tests. Also, wenn wir mit links fertig sind, machen wir das erst wieder kurz aus und dann fangen wir mit rechts an, ne? Damit er den Unterschied zwischen mit und ohne auch ansagt. So, Sled Flaps jetzt wieder auf Up. Beziehungsweise auf Norm ist die Stellung. Das sagt er auch wieder an. Jawohl. Jetzt kommt ein kurzer ARI Disengage Check. Das heißt, wir fordern den Crew Chief auf, darauf zu achten, ob sich das Ruder hinten bewegt. Ja, er muss dazu aufgefordert werden, damit er jetzt weiß, dass er darauf achtet, dass sich halt nichts bewegt. Und zwar werden wir für den Test den Quick Release Lever hier vorne am Stick wieder halten
Und mit dem gehaltenen Lever den Stick links und rechts bewegen und das Radar oder das Seitenruder darf sich halt nicht bewegen. Ja, also der Quick Release Lever. Nochmal hier, der hier, ne? Der hier vorne. Ja. Und ich fordere jetzt den Crew Chief dazu auf. Ja, Ari disengage, check. Ready, sir. Gedrückt halten und jetzt den. No movement. Ja, bewegen. Und er hat es ja schon gesagt, ja, no movement. Das war das Richtige. Es darf sich nichts bewegen. Reicht eigentlich auch schon. Fertig. Dann kommt ein Stub Out Switches Check. Das müssen wir dem Crew Chief auch mitteilen, denn er muss es wieder darauf achten, dass sich nichts bewegt. Ja, wenn wir die AUGs anschalten. Ja, Step Out Check. Ja, ready. No movement, jawohl. No movement. Ja, no movement. No movement. Ja, hervorragend. Und jetzt machen wir noch einen Trim-Check. Wir fordern den Crew-Chief jetzt auf, nochmal ganz kurz zu checken, ob die Rudder und Ailerons neutral getrimmt sind. Ja, Step-Trim checkt er nicht, weil das können wir hier im Gauge erkennen, ja, ob das Ganze funktioniert oder nicht. Also machen wir jetzt wieder das Menü auf, beziehungsweise über Hotkeys und sagen Trim Neutral Check. Okay, Sir, Ailerons and Rudder Neutral. Ja, Ailerons and Rudder Neutral und das war alles für ihn. Und wir checken ganz kurz, ja, ob wir trimmen können. Ja, ob das funktioniert, ob die Anzeige funktioniert und der Stick sich bewegt von den Kräften her. Und wir können es gleich für den Takeoff eigentlich auf ungefähr 3 Units Nose Down einstellen. Und dann haben wir die ganzen Checks mit dem Crew Chief auch durch. Jetzt, wie gesagt, an der Stelle ist es wichtig, dass das INS-Alignment abgeschlossen ist. Wie gesagt, wenn ihr euch nicht sicher seid, ja, dann guckt ihr auf dieses Panel und wenn dieses Panel leuchtet, dann ist das auch abgeschlossen. Reference System. Jetzt schalten wir das hier auf Primär. Ja, das richtet sich nochmal aus. Compass Control. Halt. Hier halten wir ganz kurz auf Sync. Das ist die linke Maustaste. Dann FCAS Check, wenn man möchte, lasse ich mal weg. Da habe ich noch gar nicht ganz genau gelesen, was der alles macht. Ja, FCAS im Prinzip der Autopilot, ob der funktioniert. Step Out Switches fürs Taxi, lassen wir die noch off. Dann Trim. Wie gesagt, auf 3 Units Nose Down setzen, haben wir schon gemacht. Slats Flaps, jetzt auf Out and Down. Kommt, glaube ich, auch nochmal die Rückmeldung. Flaps out, Sir. Flaps down. Ja. Und Optical Sight, jetzt auf Standby oder Cage. Und Pneumatic Pressure. Checken, ob das alles hinhaut. Ja, unten auf dem Gauge einfach kurz gucken. Und damit sind wir jetzt eigentlich durch und ready für den Taxi oder ready fürs Rollen. Und wir müssen dem Crew Chief natürlich noch sagen, dass er die Chocks wegmachen soll. Und damit sind wir eigentlich fertig fürs Rollen. Und das Lenken am Boden funktioniert halt über den Nose Wheel Steering Button. Ja, der hat in der Luft nachher nochmal eine andere Funktion. Aber hier am Boden aktiviert ihr die Bugradsteuerung und man muss ihn dazu aber gedrückt halten. Ja, und dann gehen wir ganz leicht schon ein bisschen Schub. Gegebenenfalls mal kurz die Bremsen treten, um sie zu lösen.
Canopy bleibt offen. Und Nose Wheel Gearing drücken. Nose Wheel Steering drücken. Und dann können wir ganz normal mit dem Seitenruder auch steuern. Und damit können wir dann jetzt vorrollen zur Runway. Gut, liebe Leute, das soll es auch erstmal gewesen sein. Man kann das Ganze, wie gesagt, in DCS World natürlich unheimlich abkürzen, weil es einfach nur ein Simulator ist und viele Sachen sowieso richtig stehen und bestimmte Sachen auch jetzt erstmal keine Fehler haben werden am Anfang. Und nicht jeder hat dann Lust, hier diese ganze Prozedur mal komplett durchzulaufen. Und ich mache dann nochmal ein Video, wo wir einfach nur wirklich die allerwichtigsten Sachen machen und dann ist das Ganze wirklich auch ruckzuck erledigt. Erst recht, wenn man das Alignment übers Heading Reference Storage macht, also dass das Heading schon gespeichert ist vorher. Am Ende auch nochmal wieder ein ganz, ganz großes Dankeschön an Heatblur, dass ich hier schon vorab Zugang zum Modul erhalten habe, um so ein bisschen zu testen und aufzunehmen. Heatblur ist auch ein unheimlich cooles Team. Die Leute sind unheimlich lustig, sehr, sehr hilfsbereit. Und ich war insbesondere wieder erstaunt, wie viele Leute aus dem Heatblur-Team mir hier auch auf Deutsch antworten teilweise. Ja, das wäre echt krass. Mega cool. Ansonsten am Ende wie immer der Hinweis auf unseren JD-Community-Discord-Server. Eigentlich eher so für den Microsoft Flight Simulator. Wir haben aber auch Leute da, die DCS World spielen. Und ich kann euch nur anbieten, wenn ihr irgendwelche Fragen oder Probleme habt, dann kontaktiert mich am besten über den Discord-Server. Man kann dort wesentlich besser kommunizieren als über die YouTube-Kommentare. Ihr könnt euch bei uns auf dem Discord natürlich einfach nur mit anderen Leuten so ein bisschen austauschen, rumchatten oder auch unsere Voice-Kanäle nutzen. Den Link zum JD Community Discord findet ihr auf der YouTube-Seite bzw. auch in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen oder vielleicht so ein klein wenig geholfen hat, dann lasst bitte wirklich einen Like da. Das ist unheimlich wichtig für das Rating bei YouTube. Und wenn ihr mich langfristig unterstützen wollt, dann denkt vielleicht auch über ein Abo oder eine Kanalmitgliedschaft nach, sofern ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten wünsche ich euch immer einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao! Canopy down and locked, lights out and stripes aligned. Knots, 100 knots.